Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Heute bin ich in Australien, Starwood aus Melbourne. Und hier habe ich unser Fortis. Fortis heißt es auf Latein und bedeutet dann stark oder sehr kühn. Also sehr, sehr kühn oder auch sehr mutig, genau. Und das ist Batch 2 übrigens. 50%, 3 Jahre alt, 69,50 €. Non-chilled filtered, kein Farbstoff hinzugetan. Interessant, dass Sie es hier erwähnen. Bei anderen Abfüllungen erwähnen Sie es nicht. Oh oh. Whisky Base Nummer 172983. Der typische Kunststoff. Geschichte ist denn hier. Da. Die betonen, dass da amerikanische Eiche benutzt wurde. Bravo. Denn das ist üblich und Standard in der Weinindustrie dort in Australien. Sehr viel Wert legen sie darauf, dass sie australische Produkte verwenden für ihre australischen Whisky. Das heißt, die Fässer, das sind Rotweinfässer, sowohl Cabernet Sauvignon wie auch Sherris. Fässer wurden da benutzt und manche davon wurden sogar zum Teil gechart. Also nochmal ausgebrannt, aber viele nicht. Und damit viel von der Weinmoment da drin ist. Womit möchte ich es vergleichen? Ich möchte es vergleichen mit Starwood, natürlich. So, hier haben wir unser Solera. Solera ist denn hier tatsächlich eine, die benutzen Apera-Weine dort aus, das praktisch aufgesprittete Weine dort aus Australien, praktisch wie Sherry-Weine, zweifach destilliert. Hier wurde gesagt, dass es australische Gerste ist. Aber leider haben wir keine Information, ob es non-chilled filtered ist oder nicht. Ich glaube, irgendwo hatte ich gelesen, da steht Natural Color hier drauf. Noch nicht mal das auf dem Label her. So sorry. Also hier steht das nicht, hier steht das wohl. Da haben wir schon ein bisschen mehr Informationen. Zumindest online steht es denn da. So, ja genau. David Vitali ist unser Gründer. Und da haben wir immer wieder unsere Unique Bottle Code hier. So, wenn ich hier das einfach mal eintippe, also ihr könnt es auch von mir aus gerne auch eintippen, dann sollte man Informationen bekommen. Das letzte Mal, wo ich das gemacht habe, vor einigen Monaten, hat nicht geklappt. Nicht bei dieser eine Flasche hier, sondern allgemein überhaupt. Und das würde ich gerne einfach mal dieses Mal auch mal versuchen hier. Yes, I'm of legal age. Und ich will hier einfach mal Whisky eintippen und schauen wir mal, ob ich das irgendwo hier einfach eingeben kann. Meine Flasche hier. Ich habe da tatsächlich unser Fortis. Ich klicke auch da drauf und schau mal, ob da Möglichkeiten gibt, das irgendwo einzutragen. Nope. Ich kann ein Newsletter. Ich kann hier, also ich verstehe nicht, warum man das hier echt nicht eingeben kann. Enter your unique bottle code online, www.stewart.com.eu. Vielleicht ist es eine Sache, was irgendwann später sein wird, aber das ist schon etwas, was einfach mal mich aus, ja, aus, ich sag mal, Verbraucher hier ein bisschen nervt, dass man etwas angeboten wird, was nicht wirklich hier funktioniert. Zumindest noch nicht. So, vielleicht kommt das noch, vielleicht ist das etwas in der Planung. Sorry. So, super. Farblich sehen wir zweierlei Sachen. Wir sehen hier ein bisschen einen Rotstich und hier sehen wir ein bisschen mehr aber ein bräunliche. Die haben sehr ähnliche Farben, okay? Natürlich muss ich hier mit Papier arbeiten, damit ihr das auch besser sehen könnt. So, die sind sehr ähnlich hier mit der Farbgebung, allerdings da für mich ist ein kleines bisschen rötlich. Die schreiben, zumindest auf Deutsch, habe ich eine Sache gefunden. Das ist tatsächlich benutzt worden, waren Barriques, also Barriquefässern. Da bin ich nicht sicher, ob denn tatsächlich in Australien die gleiche Maßgaben herrschen wie hier in Europa. Was ich weiß, ist, dass diese Weinfässer tatsächlich aus der Barossa Valley, also der Tal kommen. Dort sind sehr schwere Rotweine der Australien. Sehr, sehr gut. Ich glaube, ich habe schon erwähnt, Whisky Base Nummer 172983. Auch hier bei meiner Solera-Video habe ich einfach durchgerechnet, wenn wir 60 € dafür bezahlen, wären das 92 € in australischen Dollar. Allerdings, die bezahlen 125 australischen Dollar dafür. Das heißt, da ist zumindest was die Marge angeht vom Kirsch und auch was dann die
Jetzt hier die Alkoholsteuer in Australien, die sehr hoch ist. Hier wiederum, das hat mich überrascht, hier sind wir bei 69,50 €. Das heißt, das wäre ungefähr jetzt hier, die bezahlen 129 € australischen Dollar und das wäre in der Umrechnungskurs 108. Also auch da sind 40 € obendrauf, die hier bezahlt werden müssen. Entweder an Importsteuer oder dann an Alkoholsteuer oder Transportkosten oder was auch immer. Also da ist nicht wenig denn da, ja? Also hier war nur 30, hier sind sogar 40 € Unterschied dazwischen. Ja, interessant, interessant, interessant. So, wir haben eine ganz starke Whisky, das gehört hier Fortis zu unserer Core Range. Twofold und Nova sind die anderen beiden Flaschen, die bisher zu Core Range dazugehören. Solera kann kommen, kann gehen, wie auch immer. Ich fand es interessant, dass das auch Batch 2 ist. Wobei auch auf diese Flasche hier, muss ich ganz ehrlich sagen, hier steht Imported by Stewart Co. Amsterdam. Oh, interessant. Amsterdam Warehouse Company. Interessant. Also der Importeur für Europa ist nicht Kirsch. Ich dachte, der Importeur für Deutschland auf jeden Fall ist Kirsch, aber offenbar für Europa nicht. Das ist dann hier in Amsterdam. Interessant, 50% ist schon eine Hausnummer. Sehr, sehr gut. Ich rieche. Oh, Rotwein. Also eine schöne Wildkirsche mit Vanille. Also, Nase gefällt mir. Auch hier von der Solera gefällt mir der Nase auch außerordentlich gut. Ach, also ich kriege da eine schöne dunkle Pflaumennoten. Also wirklich hin zu einem beinahe PX-Moment, also von einer Sherry. Also richtig schöne, schöne, wunderbare Nase. Dieser Whisky ist ein No-Age-Statement, also 3, hoffentlich Jahre alt. Und das hier, da ist ein Age-Statement drauf, das wurde da zumindest bei Whisky Base geschrieben, 3 Jahre. So, ich rieche und ich schmecke dieses mit 50% einmal. Ah, schön. Also eine richtige Kirschpunch. Also ein bisschen hier, fast ein bisschen süß. Schön. Cheers. Wow. Jung. Kirsch. Rotwein. Da fehlt Komplexität, da fehlt Tiefe. Also da ändert sich nicht viel. Ganz hinten raus kommt leichte, leichte Holznoten. Die 50% sind da. Ich fand der Alkoholschärfe hier schlimmer. Aber 50% ist schon natürlich eine Hausnummer. Ich probiere nochmal. Wer wirklich eine Kirschbombe, eine Sauerkirschbombe haben möchte, ist hier nicht schlecht aufgehoben. Also ich denke da buchstäblich eine Sauerkirschmarmelade dabei. Anders. Sehr fruchtig, sehr frisch. Und gut. Und hinten gibt es ein kleines bisschen so eine positiv würde ich sagen, Fudge-Moment. Negativ wäre eine eher trockene Sägemehl-Moment. Wow, also mein Mund ist schon beschichtet. Also, das ist eine ganz helle Sauerkirsch. Also, ich kann nichts anderes sagen. Sauerkirsch, Sauerkirsch, Sauerkirsch. Du kannst auch von mir aus Johannisbeeren dazu mixen. Kann man mögen, tue ich nicht. Das ist für mich momentan ein Dreier-Whisky. Perfekt drei. Also eins, warum hast du es nicht gekauft? Zwei, kaufen. Drei, kann man kaufen. Vier, braucht man nicht. Fünf, warum wurde das Zeug überhaupt hergestellt? So, ich würde gerne das einmal auf 25% reduzieren. Und dann ein letztes Mal mit ein bisschen Wasser hier einfach mal schauen, was denn damit passiert.
Denn 50% ist schon ein bisschen viel. Und dann gehen wir hier rüber zu unserer Solera. Solera habe ich ein 3 minus, glaube ich, gegeben. Und preislich habe ich ein 4 minus gegeben. Das hier ist qualitativ wirklich besser. Da hätte ich eigentlich eher ein 4 plus geben müssen. Aber das hier ein 3 plus zu geben, habe ich meine Probleme, weil es nicht mein Beuteschema ist. Es ist nicht mein Geschmacksprofil. So, lassen Sie sehen, was viel Wasser mich einfach mal überzeugt. Wow, alles, was ich sagen kann, ist, die Fässer waren nass. Also diese Rotweinfässer haben bestimmt einige Liter noch von den guten Rotwein da drin gehabt. Und das gab dieses Whisky einfach absolut ihren Geschmack, absolut ihr gesamtes Profil. Das deckt und einfach mal zieht und einfach mal überdeckt alles dann da. Interessant, ich habe das echt gut verdünnt und der Alkoholmoment blieb die ganze Zeit dadurch. Schön. Also an einem guten Tag würde ich sogar ein 3 minus geben, das heißt 3 plus geben können. Vielleicht tue ich das denn tatsächlich hier. 10 Euro Unterschied zwischen den beiden. Wesentlich besser, meiner Meinung nach. Ich gehe rüber ganz kurz zu Solera. Da war viel Bitterkeit da drin. Wirklich hier eine Schärfe vom Alkohol und Bitterkeit. Lass uns sehen, ob ich das immer noch habe. Nach den 50% hier, hier sind nur noch 43%. Nee. Hat sich absolut nicht verändert. Ah, im Abgang ein kleines bisschen. So, heute würde ich so sagen, nö. Da geht ein bisschen nach oben. Also ein bisschen habe ich hier diese wunderschöne, ein bisschen ein Pflaumenmoment, ein helle Pflaume. Aber dann kommt wieder der bittere Holzmoment dazu. Ja, also wirklich außergewöhnliche Whiskys, andere Whiskys, als wir kennen, auch oft aus Schottland. Also das, was ich sehr schön bei Starwood einfach gern habe, die versuchen nicht schottische Whisky in Australien herzustellen. Manchmal könnte man das vielleicht bei St. Kilian einfach erwähnen, habe ich schon mehrfach gesagt. Das ist eine schottische Brennerei einfach auf deutschem Boden. Auch besonders ihren rauchigen Whiskys. Sie haben schottische Pot Stills, sie haben schottische Gerste und alles, was sie tun, ist praktisch das in Deutschland herzustellen. Naja, hier ist australische Gerste, hier ist australische Fässern, hier sind australische Know-how und einfach Geschmacksrichtungen, die einfach eine Rolle mitspielen. Wird diese Whisky zum Teil auch dafür gemacht für Cocktails? Ja. Yeah. Also dort ist einfach eine große Szene da in Melbourne. Und die können verschiedene Sachen machen, die wir lange nicht machen könnten wegen Covid oder Corona. Das ist echt interessant. Und das ist einfach schön, dass einige Sachen hier rüberkommen. Was ich noch nicht gemacht habe, ist hier einfach mal ein paar Tropfen Wasser reinzutun, das sozusagen dann hier auf 43% zu reduzieren. Er bleibt einfach bei mir. Ich schwanke zwischen 3 und 3 plus. Also von daher bleibt es genauso. Zwischen 3 und 3 plus. 70 Euro ist schon viel Geld auszugeben für eine beinahe 3 Jahre alte Rotwein gereifte Whisky hier aus Australien. Allerdings haben 50%. Allerdings, der ist ein bisschen exotisch, ist ein bisschen anders. Zumindest ist er kein 100 Euro oder 120 Euro. Dennoch würde ich einfach mal sagen, Preis-Leistung 3 minus. Kaufen nur, wenn man wirklich will. Ja? Also dieser Vortest, dieses Kühne, diese Mutige, diese Starke, was damit ausgedrückt wird, ist einfach mal gegeben, finde ich. Und ich finde ganz ehrlich, sie haben genau eben diese Note getroffen, was sie haben wollten. Eine Mischung für mich jetzt hier aus Sauerkirsch, Johannisbeeren und vielleicht ein kleines bisschen von meiner Pflaume im Moment. Aber boom, also weggeschaut. Ganz leichte Üb am Ende, aber wirklich hier sehr präsent. Also wenn das deren Ziel war, Bullseye, boom, genau in der Mitte getroffen, in schwarze, bravo.
Jo, Frage des Tages. Welche Whiskys findet ihr sehr gut, die eine Weinreifung erlebt haben? Ja, ich weiß, einige Leute werden jetzt schon Glengarry schreiben. Irgendwie, glaube ich, war 17 Jahre alt mit einem Weinfinish. Einige von euch sind jetzt hier sofort bei Bruichladdich. Die haben auch ganz, ganz tolle Weinfinishes. Also, welche Abfüllungen findet ihr mit Weinreifung, entweder voll oder ein Finish, lecker? So, Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners. Ich gebe diesem Whisky ein 3, beinahe 3 plus und Preis-Leistung für 70 Euro und 3 minus. Also, das berücksichtigt nicht unbedingt das Alter dieses Whiskys, sondern Geschmackserlebnis gegenüber Preis, was ich dafür bezahle. Gut, also bitte liken, bitte abonnieren, falls noch nicht, falls er an solche Flaschenteilungen dran teilnehmen möchte. Beide diese Flaschen wurden geteilt in meine WhatsApp-Flaschenteilung-Gruppe. In der Beschreibung unten findet ihr diesen Link dazu. Kommt da rein. Fast jeden Tag teile ich etwas denn da drin, weil fast jeden Tag mache ich ein Video. Und dann könnt ihr einfach mit auch dann bieten. Schauen mal. Muss schnell sein. Vieles geht unter Superfans erstmal weg. Und dann, was übrig bleibt, kriegt das normale Volk auch noch zu sehen. Alles Gute euch. Whiskey Jason hier. Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Liken, abonnieren. Und immer wieder einfach mal fleißig mitkommentieren. Bis dahin. Ciao.